Hallo zusammen und willkommen zum heutigen Video. Hier ist euer Robert und die Sabine wieder einmal. Genau. Und zwar sind wir heute, wo mein Schatz? In Neuchâtel. In Neuchâtel. Bonjour en Neuchâtel. Genau. Ich wusste nicht, dass du so gut Französisch kannst. Nein, ja, wir sind ja heute Morgen in Lausanne losgefahren, nach Neuchâtel. Und was wir gelernt haben über die Grand Tour, wenn es einen direkten Weg gibt, der wird nicht genommen. Man nimmt immer den indirektesten Weg. Immer ja. Den Umweg, dann seid ihr richtig. Genau, dann seid ihr wirklich richtig mit der Grand Tour Strecke. Aber dafür, obwohl es am Morgen ja ziemlich stark noch geregnet hatte, also ziemlich stark, es ging doch ziemlich stark. Ja, doch, am Anfang schon. Ja, war schon ein bisschen unangenehm. Aber dann, die Strecke war schon cool. Die Strecke war cool. Nur das Wetter könnte wirklich besser sein. Ja. Da haben wir es nicht so erwischt. Ja, aber wir sind auch an Skiliften vorbeigefahren. Also hier in Welschland, die bauen Skilifte auf 1400 Meter Höhe. Aber wir sind über ein, zwei kleine Pässe gefahren, hatten wir so nicht erwartet. Mhm. Vor allem ich nicht, da hatte ich ein bisschen kalt. Aber das ging. Und wir sind trocken geblieben, also die Regenbekleidung, die hält, was sie verspricht. Und die Fahrt war wirklich cool, vor allem am Schluss, war wirklich richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Man merkt auch, dass Sabine immer mehr Praxis hat und wirklich es verinnerlicht. Und ja, während dem Fahren gibt es Diskussionen, Gespräche, Seich wird gesungen, komponiert, alles Mögliche während der Fahrt halt. Ja, das ist halt die Automatismen, die kommen jetzt, oder? Und da war ja gerade ein Schwarm Mücken oder was es auch immer war. Und jetzt Neuchâtel, Zimmer bezogen, gut gegessen, außerhalb des Zentrums, aber wirklich gut. Und jetzt genießen wir die schöne Aussicht. Und ja, schaut mal den See und schau mal die Burg dahinter. Eieiei, unglaublich. Bei schönem Wetter auch geeignet für einen Schwumm. Schwumm? Nicht für mich. Leider kein schönes Wetter. Ja, es geht. Ja, aber ich sehe sogar blauen Himmel. Trotzdem zu kalt, um zu schwimmen. Ja, definitiv. Also deshalb die Jacken und so, Pullover. Aber das Wetter hält. Morgen soll es etwas regnen. Morgen fahren wir ja nach Bern, natürlich über einen Umweg. Sprich, wir werden etwa 5 Stunden reine Fahrzeit haben. Bei unglaublich. Regen. Sonst würde man das wahrscheinlich in 1,5 locker hinkriegen. Ja, okay, genau. Aber gut, es geht ja um die um den Weg. Der Weg ist das Ziel und das lohnt sich. Also, ja, also heute war wirklich mega cool zum Fahren. Ja. Und ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Stadt, Neuchâtel entdecken. Und am Schluss des Videos, wie immer, Impressionen, Fotos, Videos von der Fahrt, von den Fotos, die wir jetzt noch schießen. Und wenn ihr dabei bleiben wollt, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und gebt uns einen Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefällt. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen euch.